Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache, und findet sie wach. Selig sind sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wie ich dieses Evangelium so durchgelesen habe und für mich überlegt habe, denke ich mir, es könnte schon fast Advent sein. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Und er hat immer wieder für sie genau das gehabt, was sie gebraucht haben. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Was heißt das für uns? Wir sollen auch unsere Lampen brennen lassen. Und wenn wir unsere Lampen brennen lassen, dann können uns viele Menschen sehen. Denn wenn Lampen brennen, geht ein Licht aus. Und das kann auch andere dazu anregen, zu schauen, was ist da. Und vielleicht kommen auch sie drauf, auf den Herrn zu warten. Und er gibt noch ein Stück dazu. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Diese Wachheit, dieses Wachsein, dieses Warten auf ihn. Mit welch einer Hoffnung warten wir auf ihn? Brennt unser Herz, wenn wir uns zu ihm begeben, wenn wir uns von ihm beschenken lassen und dann, wenn er dann noch sagt und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Also diese Wachheit, da zu sein, auch immer wieder bei ihm zu sein, sich von ihm anstecken lassen, dann kann ich auch die Türe öffnen, wenn er klopft und ankommt. Und er sagt, selig sind die Knechte. Amen, ich sage euch, er wird sie gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Er, der Herr, der kommt, sagt nicht, bedient mich, ich bin jetzt lang auf der Reise gewesen, ihr seid jetzt dran. Nein, er sagt, nehmt Platz und er wird sie der Reihe nach bedienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Reich, das Jesus mit sich bringt, dass das die erste, würde ich jetzt fast einmal sagen, so diese erste Hoffnungsfreude ist mit dem Reich, das anbricht. Und dann wird sich dieses Reich ausbreiten und wir dürfen dann mitwirken.